Unicorn Zombie Apocalypse. Leute, was geht ab? Mein Name ist Lightning. Ich bin am Start, ihr seid am Start. Willkommen zu diesem neuen Video. Heute geht es um zwei Dinge. Es geht einerseits um den Gegenstandshop und um meinen Spind. Ich würde sagen, anfangen tun wir mit dem Gegenstandshop, Leute. Was soll man sagen? Es ist so. Ich finde es, also, wenn man jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, am Ende der Season oder so, einem fehlen noch, keine Ahnung, wie viel Level, dann finde ich es in Ordnung, aber ich würde es mir jetzt so noch nicht holen. Aber ich finde es gut, dass es sie gibt. Dann strahlender Stürmer. Absolut nicht mein Ding. Gestern war der Gleiter dazu im Shop. Es ist einfach nicht mein Ding, Leute. Also wenn ihr möchtet, bitte. Nur einfach nicht mein Ding. Trotzdem ist es cool, dass hier so dieses Leuchten-Dings da Bumster da hat. Das finde ich das einzige Coole. Der Rest ist nicht gerade nice. Ja. Leute, ich würde sagen, wir kommen zum nächsten Gegenstand. Das wäre die... Die Spektralhacke, was soll man dazu sagen? Sie ist cool. Ich würde sie mir aber nicht kaufen. Also ich würde damit einfach nicht spielen. Wenn mir sie jetzt jemand schenken würde, ich würde sie nicht zurück. Doch, ich würde sie, glaube ich... Doch, für 800 V-Bucks, die würde ich mir, glaube ich, zurückerstatten. Aber sonst... Aber es ist eine coole Spitzhacke, nur einfach nicht mein Fall, Leute. Aber könnt ihr gerne machen. Totaler Nullpunkt. Leute, da gibt's nichts zu sagen. Geiler Skin. Ich liebe diesen Skin. Ich hatte eben 1100 V-Bucks. Ich erzähle euch gleich warum. Kommt jetzt. Irgendwie habe ich gerade irgendwas übersprungen. Erzähle ich euch jetzt. Ich hatte 1100 V-Bucks, dann habe ich mir für 800 V-Bucks im Shop was gekauft und ja, ich hatte halt sowieso nicht genug. Habe ich gedacht, muss ich mir gönnen. Aber Leute, wenn ihr habt, macht. Dieser Skin ist so geil. Boah, das könnte Dena Skin sein, ne? Mit dem, ja, ihr wisst schon, Leute. Da würde ich sagen, haben wir noch Schlenker. Naja. 200 V-Bucks. Ja. Ja, okay. 200 V-Bucks ist in Ordnung. Dieses Bild ist ja eigentlich viel geiler als der Tanz selbst. Egal, Leute. Letztes aus dem täglichen Gegenständen ist Raketenrodeo. Den finde ich mega geil und den habe ich mir eben gekauft für 800 V-Bucks. Deswegen habe ich jetzt nur noch 300. Ja. 300 sind übrigens aus Retter die Welt. Wenn ihr da auch mal mein Inventar sehen wollt, dann 7 Likes auf das Video hier. Dann gibt es auch dazu. Wir machen jetzt hier nochmal. Guck mal, Leute. Gönnt euch. Und erste Drehung und Upsala und zweite Drehung und hui! Leute, zu geil. Wenn ihr den habt, dann seid ihr die richtige Maschine, Leute. So, zu den vorgestellten Gegenständen. Der Partylöwe ist auch absolut geil. Leute, da kann man einfach nichts zu sagen. Er ist einfach geil. Es wäre doch geil, wenn hier unten so rauslaufen würde, aber Leute. Wenn ihr könnt, auch holen. Unbedingt. Lol, Leute. Wartet. So. Alles wieder geregelt hier. Rex. Auch geilster Skin eigentlich. Einer der geilsten Skins. Ich hab ihn nicht. Ich hatte noch nie. Also, ich hatte mal 2000 V-Bucks, als ich mir den Battle Pass geholt habe. Das war's aber auch. Leute. Der Skin ist. Er ist einfach heftig. Einfach ein geiler Skin. Ja. Holt ihn euch unbedingt, Leute. Hier, guck mal mit dem Rohr. Alter. Der ist so geil, Leute. Und damit ist er auch wirklich gut getan. Bis auf das bisschen Orange hier, aber er ist so geil. Leute, gönnt euch auf jeden Fall. Ja, dann würde ich sagen, wir kommen zu meinem Spind. Ja, Spind. Ihr seht jetzt hier, ich habe noch nichts drin. Oder hier die Sachen auf zufällig. Ja, ich würde sagen, womit fangen wir an? Wir fangen mit den Ladebildschirmen an. Hier nichts, also das ist eigentlich der Standard, wie wenn man keinen drin hat. Lol. Dann kriegt man auch diesen hier eigentlich, glaube ich. Dann das. Den war, glaube ich, Battle Pass. Das. Carbide, weiß nicht woher. Dann den und den. Ja, das sind, ihr wisst, woher die kommen, ne? Aus den Wochen. Dann haben wir hier die ganzen Erntewerkzeuge.
Gruppenanführer, dann Lama gesichtet, dann Levitian, auch mega geil. Minigun, Raptor, Rex. Diese Spitzhacke ist so scheiße. Dann aus der Woche 1, auch die auch voll geil. Dann schallgedämpfte Pistole, die taktische Schrotflinte und die Vorratsliefer. Und das sind Concept Art, genau. Ich habe die eigentlich immer auf zufällig stehen, deswegen lassen wir die jetzt einmal so. Ich würde sagen, seit wann heißen die Kondensstreifen? Die sind immer Contrails, jetzt heißen die auf einmal Kondensstreifen. Hier habe ich auch eigentlich immer entweder den. Also, wir fangen mal ganz unten an. Wir haben den hier, Ultramarin. Aber immer mein Favorit. War der hier? Nee. Sternschütze, das war immer mein Favorit. Und der hier. Na dann. Sprühfarben, man sieht einfach nichts, Leute. Würde ich. Ist cool, ich bin froh, dass ich ihn habe. Also, was heißt froh, aber ich finde es geil. Aber ich spiele nicht. Dann Rainbow, das war auch so. Ich habe früher immer das komplette Regenbogen-Set gespielt, bis auf den Skin und so. Aber sonst so Spitzhacke. Ne, Spitzhacke ich auch nicht. Egal. Dann mein absoluter Favorit, Blitz. Blitz ist so geil, auch hier an den Schuhen. Ne? Ja, dann Bläschen. Naja, man sieht es eh nicht. Wenn man es jetzt getarnt runterfallen will, dann ist das am besten, weil man es eh am wenigsten sieht. Und Retro Science Fiction. Ja, das ist so das erste. Da habe ich gedacht, damit würde ich jetzt immer spielen. Dann kam Blitz, damit werde ich jetzt immer spielen. Ja, gut. Hängegleiter, da habe ich auch. Ja, nicht viele. Schneeflocke, ja, ne, Siegerschirm, dann Schirm und Gründers. Ich habe tatsächlich nicht den Siegerschirm aus Season 3, warum auch immer. Hängegleiter des Gründers, dann der Standard, dann der Standard Regenschirm, die feuchte Farbe. Dann kommen wir zu den etwas, dann kommen wir wieder zu den geileren. Das wären in dem Fall dann Zuckerschock, Regenbogenritt. Da auch hier kommen dann so Dings raus. Dann gefliederter Gleiter, den habe ich aber auch mal gekauft. Richtig geil, Leute. Leuchtflug. Ja. Musste ich mir gönnen. Neon-Set, ne? Neon-Leuchten-Set. Kohlefaser war letztes Season Battle Pass. Taktik-Vector-Set. Also da kommen wir gleich zum Taktik-Vector-Set. Das können wir jetzt mal ja mal reinmachen. Und Valors Schwingen. Ja. Der war auch einfach so mega geil. Ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal gleich das Taktik-Vector-Set nach und nach. Die Spitzhacke hatte ich mal, die habe ich aber wieder verkauft. Die fand ich nicht so geil. 800 V-Bucks waren wir dann doch. Waren wir doch dann lieber als das. Ja. Ne? Spitzhacke, ja. Dann Sägezahn, das ist Battle Pass letzte Season. Klebelutscher ist hier Battle Pass. Da ist er. Dann haben wir Außenbordhacke, letzte Season Battle Pass, richtig geile Spitzhacke. Dann Kerbite, ja, ich finde sie nicht so geil, aber man muss schon sagen, wenn man Kerbite, wenn man alles von Kerbite hat, so richtiges Kerbite-Set, gönnt euch auf jeden Fall. Und dann Tapferkeit-Set, eure Orkanhacke, die ist von Valor und Valor Schwingen, das können wir, ich kann ja gleich noch Sets machen, ne? Ich würde einfach sagen, Sägezahn. Dann machen wir Rückenaccessoire, da habe ich nicht viele. Hier Standardausführung von Hightech vom Hightech-Kämpfer-Set. Dann hier, das ist eigentlich der richtige Rucksack vom Taktik-Vector, nicht der hier. Sondern der hier. Passt aber jetzt zur Elite genügend. Dann, ja, Rostlaube. Ja, wisst, ich glaube, das weiß mittlerweile jeder, warum ich den habe. Ja, der war kostenlos. Ich habe mir den einfach gekauft. Was heißt gekauft? Ich habe ihn geholt. Aber gut. Ja, im Gameshop war mal der Gleiter vom Rostlaube, aber da ich den nicht spiele, habe ich mir noch nicht geholt. Ich liebe eigentlich, ich mag immer Sets, aber ich stelle mir öfter eigentlich immer öfter das. Dann haben wir auch hier wieder Weltraumforscher Sets. Ich stelle euch gleich auch noch ein paar Sets vor, die man spielen könnte, gut. Ja. Haben wir den hier, der war beim Links hier im Shop gibt er dieses Paket da. Also ich habe es gekauft, deswegen ist das dann nicht mehr, aber da gibt es dann so ein Paket. Und so kaufen, ich glaube 5 Euro. Kriegst du dann diesen Rucksack. Kriegst du V-Bucks. Dann kriegst du den Skin und ja.
Ja, das war's, glaube ich. Ja, gut, fand ich auf jeden Fall in Ordnung. Allein durch die V-Bucks für 5 Euro, keine Ahnung, 6 oder 700 V-Bucks, war schon geil. Und dann noch ein Skin dabei. Ja, episch. Und ja, dann dunkle Materie. Bester Rucksack, ne? Muss ich nur einfach mal sagen. Ich hab aber jetzt, bei dem habe ich immer eigentlich, ich nehme jetzt mal wieder den. Ja, der Taktik-Vektor-Set. Ja, der Kandidat passt besser. Lol, da kommen gerade. Hallo Gabriel! Ich nehme gerade auf. Ich will meinen Spind am vorstellen. Ich stelle meinen Spind vor. Hi! Hallo? Nee, ich zeig meinen Spind. Ach doch. Leute, also auf jeden Fall, dann mach einfach mal weiter. Zoe, Battle Pass. Kennt jeder Technik auch. Ross, glaube, war letzte Season Battle Pass. Der war letzte Season Battle Pass. Der war letzte Season Battle Pass. Diese Season Battle Pass da ist abgetriebener Agent. Das ist der Halo Skin vom Taktik-Vektor Set, den wir jetzt gleich anziehen werden. Dann haben wir Dunkler Reisen da. Das ist eigentlich der heftigste Skin der ganzen Welt. Dann haben wir Garrett, den kann man auch hier, kannst du Stil ändern, kannst du alles aufrüsten. So, und Nachtkommando. Bester Skin ever. Jetzt könnt ihr mich mal bitte nicht stören. Wenn ihr schon dabei seid, dann könnt ihr auch mit dir das Maul halten. Ja, das ist das Taktik-Vektor-Set. Ja, ich hatte mal die Spitzhacke, die ich zurückerstattet habe, weil ich die scheiße fand. Egal. Kommen wir zu den Tänzen. Wir fangen mal hier unten an. Leute, das waren noch Zeiten, ne? Das waren noch Zeiten, ohne Witz. Dann Welle. Welle, ja. Hatte auch jeder. Dann Salut. Ja, die kommen gleich. Ja, hier die muss ich jetzt nicht noch alle zeigen, ne? Also ich kann hier mal damit und mit oh, das sind schon die anderen. Damit und mit dem anderen, mit diesem Kreuz da, kann man dann, ja, ich hab da schon Tic-Tac-Toe mitgespielt. Könnt ihr bitte die Tür zumachen? Danke. Ja, brauche ich nicht mehr das so sagen. Dann hat auch irgendwie jeder Fingerpistolen. Ja. Dann Jubelstimmung. Ganz toller Tanz. Dann Raketenrodeo. Ich liebe ihn. Du bist zwar neu, aber du bist geil, Junge. Ja. Dann ein Muss. Dann Popcorn. Einfach Battle Pass. Dann auch Orangen, auch Battle Pass. Letzte Season Battle Pass. Auch alles, was jeder haben muss. Ich hab's im Shop gesehen, hatte V-Bucks und hab gedacht, das muss sein. Ja, guck mal, wenn man das im Shop sieht, ja, dann denkt doch jeder, ja komm, jetzt muss, ja. Wer der, guck mal, ja, egal. Dann mein absoluter Lieblingstanz. Ich liebe ihn. Und zum Schluss Elektroschaffel. Auch den habe ich mir mal gekauft. Ich meine, ich fand ihn. Ich finde Elektroschaffel, wer ihn hat, ist schon geil. Ist ein geiler Tanz. Ja, da brauche ich auch, glaube ich, nicht hier mehr zu sagen. Ich malte mir da rein auf der 1. Ist okay. Nee. Auf der 1 ist. Da ist Elektroschaffel. Beste Kumpels. Lass es regnen. Niederlagen passieren. Was hatten wir denn immer noch? Popcorn und Raketenrodeo.
Ja, das ist so mein Spind. Ich würde sagen, wir machen jetzt gleich mal noch. Ich mache jetzt gleich. Alle Leute, bei sieben Likes kommen, sagen wir 5 Likes. Ich habe auch Bock auf das Video. Bei 5 Likes kommt ein Video mit ein paar coolen Kombis oder auch Kombis, die so vom Spiel sind. Ja, ich würde jetzt sagen, ich zeige euch mal noch, wie ich sonst immer spiele. Das tun wir noch dran. Ja, eigentlich auch. Bleibt so. So. Leute, das ist meine Standard. Wenn ihr Teil der Kiwi Gang, so heißt ihr neuerdings, seid, dann macht diesen Banner rein. Blau, also ich klicke nochmal an. Nehmt hier diesen Dings da. Warte mal, was gibt's denn hier noch? Okay. Also hier nehmt diesen Battle Royale Dings und dann Farbe nehmt ihr dieses Blau hier. So, dann habt ihr den, dann seid ihr, dann sehe ich auch, wenn ich euch, wenn ich halt irgendwo diesen Banner sehe, weiß ich, Kiwi Gang, ja? Leute, lasst ein Like da, bei 5 Likes gibt's Kombis. Ich würde sagen, wir sehen uns bei The Next Round wieder. Da geht's dann wahrscheinlich richtig zur Sache. Ja. Wie finde, schreibt doch mal in die Kommentare oder stimmt hier oben ab, wie ihr die, ja, wie ihr meine Kombi so findet und mit welcher ihr spielt oder mit welcher ich mal spielen soll. Leute, ihr habt ja jetzt alles gesehen von mir. Und jetzt schreibt jeder, jetzt schreibt ihr mal in die Kommentare, mit welchem Skin. Irgendeiner darf schreiben, mit welchem Skin. Der erste schreibt, mit welchem Skin. Oder irgendeiner schreibt, mit welchem Skin. Ihr wisst ja, welche ich habe, sonst spult einfach nochmal zurück. Hier sind nochmal mit den. Einer schreibt mit den Skins. Der andere schreibt, welchen Rucksack. Der andere schreibt Spitzhacke. Der andere den Gleiter. Und der andere den Contrail. Petenze könnten, darf ich, lassen wir so. Und zu Bildschirm auch. Das hier könnt ihr entscheiden. Ihr wisst ja, was ich habe. Okay. Ich würde sagen, das war's mit dem Video. Wir sehen uns beim neuen Mal wieder. Schickt mir gerne eine Freundschaftsanfrage. Ihr wisst ja, wie ich heiße. Leuten 450. Ich nehme alle an. Eben mal direkt. Ja, ich würde sagen, Leute, wir sehen uns beim neuen Video wieder. Bis dahin. Ciao.